also die Simulation ist ja eigentlich nur das Modell von etwas Größerem, also sozusagen ein Ersatzmodell für etwas. Und es gibt natürlich ganz viele Spielgenres, wo der Reiz eben darin besteht, dass man mit einem Modell interagiert, was die kleinere Abbildung von etwas Größerem ist, was man überhaupt nicht fassen kann. Okay. Hast du schon was vom Wetter Ibiza gehört? Was das aussehen soll? Wohl leicht bewölkt drüber sein. Eventuell haben wir Pech, dass wir wie Winter kriegen kurz vor der Landung. Das ist natürlich weniger gut. Aber gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Im Moment ist ja immer das Wetter spielt verrückt. So. Kabine ist safe. Okay, dann die PV-Startup-Checklist. Doors. It's closed. Beacon. Is on. Nadelheit. On. Und die Fuel. Fuel loaded. LTS. Received. Altimeter. Set eject. Magnetic compass. Checked. Full startup checklist is complete. Der Unterschied zwischen der realen und der simulierten Situation wird ja gegen Null tendieren. Das ist ja der Sinn der Simulation. Nur solange, wie ich komplex noch nicht simulieren kann, wo ich also nur bestimmte Parameter berücksichtigen kann, da ist der Unterschied noch groß. Wenn ich es aber annähernd so kann, dass es in der Wirklichkeit funktioniert, dann brauche ich nichts anderes als Simulation. Simulation ist also ein spielerisches Verhalten, das die Verwirklichung in der Realität nicht mehr braucht, weil der Unterschied zwischen Realität und spielerischer Darstellung null ist. ATO 2280 November, are you able for immediately take off runway 26 left? Tower Munich hier, die ATO 2280 November on position, we are immediately ready for take off. LTO 2280 November, you're cleared immediately take off runway 26 left, wind is calm, report airborne. Altes Atari-Spiel von 1980, Red Baron, einer der ersten Flugsimulatoren, die es gab. Die Grafik, die man sieht, war damals wirklich das Beste, was man aus den Maschinen rausholen konnte. Ich sitze hier in einem Flugzeug, das heißt, was ich sehe, ist die Landschaft vor mir durch ein Cockpit, das man auch nicht sieht, weil die Grafik das nicht hergegeben hätte. Was ich machen kann, ist nach oben fliegen, nach unten fliegen, nach links und rechts fliegen und natürlich schießen und ja, und versuchen, möglichst nicht getroffen zu werden. Was ganz besonders interessant eigentlich ist, ist, dass trotzdem schon eine Art Tiefe entsteht. Also es entsteht eine Landschaft, die sich auch bewegt und die darauf reagiert, was ich mache. Und es ist nicht so, dass es keine Herausforderung ist. Mondfahrt im Kennedy-Programm war erst möglich, aus moralischen und rechtlichen Gründen sowieso, als man sie so trainiert hatte, hier auf Erden, unter Wasser und in Simulatoren, ja, die sich so bewegten wie Raumschiffe, dass es zwischen der Simulation und der Realität keinen Unterschied mehr gab. Denn man konnte ja den wirklichen Mond, die wirkliche Mondfahrt erst wagen, als man die so beherrschte in der Simulation, ja, dass zwischen Simulation und Realität kein Unterschied mehr war. Das ist das Paradoxon. Also kam natürlich sofort die Vermutung auf. Man ist nie zum Mond gefahren,
weil man es gar nicht brauchte. Denn man fährt ja erst zum Mond, wenn man es wirklich durch Simulation so weit getrieben hat, dass man es kann. Wenn die Simulation von Mondfahrt hier auf Erden aber von dem realen Mondfahren nicht mehr unterschieden ist, und das kann sie ja nicht sein, wenn die Mondfahrer wieder zurückkommen, dann kann ich gleich auf Erden bleiben, dann brauche ich gar nicht nach oben zu gehen. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wenn Sie es rausschauen, können Sie ein wunderbares Panorama von in den herrlichen Alpen beobachten. Und selbst bei uns, die wir jeden Tag hier oben sehen, ist es recht selten, dass wir so eine klare Sicht auf die Berge haben. Und wir möchten Sie einfach einladen, diesen Ausblick zu genießen. Dankeschön. Die Flugsimulatoren, die nur bei ganz, ganz beschränkten Zielgruppen ankommen, die kommen natürlich deswegen an, weil sie tatsächlich den professionellen Flugsimulatoren sehr ähnlich sind, weil sie tatsächlich das Fluggefühl und die Instrumente, das Verhalten des Flugzeugs eben sehr, wirklich sehr realistisch simulieren. Aber da sieht man natürlich, es kommt nur bei wenigen Leuten an, bei einer sehr eingeschworenen Spielergemeinde, aber es ist halt kein Massenprodukt. Ganz einfach deswegen, weil es mehr Simulation ist als Spiel. Es ist halt sehr komplex und es bietet halt nicht diese leicht überschaubaren Gesetze eben eines Spiels, was eigentlich ein Spiel ausmacht. ATU 228, 0 November, we have an information about weather in Lima Echo, India, Bravo. Expect a heavy rain with a thunderstorm and clouds overcast at 1000. Yeah, thank you. Guck dir mal die Wetterfront an, die da kommt. Eine andere Art der Simulation, näher an der Wirklichkeit des Menschen damals auch, 1976, eine Autosimulation. Ich sitze in einem Auto, eher in einem Lastwagen von der Perspektive her. Ich kann links, rechts steuern, ich kann Gänge hoch und runter schalten, ich kann Gas geben natürlich und habe trotz der sehr, sehr simplen und sehr abstrahierten, symbolhaften Grafik wirklich das Gefühl, dass ich mich innerhalb eines Raums bewege, der sich nach vorne immer weiter verlängert. Das heißt, ich sehe vor mir die Straße, ich habe das Gefühl, auf der Straße zu sein. Aber wenn man das von heute aus sieht, ist das natürlich schlichtweg albern. Sowas würde heute kein Mensch mehr spielen. Die Möglichkeiten heutzutage, Sportspiele am Computer zu spielen, sind natürlich fast unbegrenzt. Das sagt man zwar immer, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es noch besser gehen soll. Bei FIFA 2002 zum Beispiel kann ich ganz einfach in der einfachsten Stufe Flanken schlagen, ich kann Läufe in die Spitze machen. Aber auch der Aufwand dahinter ist gigantisch. Bei FIFA 2002 zum Beispiel werden bekannte Kommentatoren eingeladen, die das Spiel dann kommentieren. Die Fans sind in Stimmung und auch wir können das Spiel kaum erwarten. Da steht der Keeper richtig, der Ball prallt von ihm ab. Der Keeper entschärft den ersten Schuss aufs Tor und sollte dadurch noch mehr an Selbstvertrauen gewinnen. Jetzt herrscht wieder Ruhe. Sie sind erneut im Ballbesitz. Er rettet links. Tolle Parade. Sicher pariert und dem Gegner keine Chance zum Nachschuss gelassen. Halbzeit. Hier steht es 1:0. Deine Analyse zu den bisher gezeigten, Jörg.
Beide Mannschaften überbrücken das Mittelfeld recht zügig und bringen dadurch die Stürmer immer wieder in ausgezeichnete Schusspositionen. Der kleinste Fehler am eigenen Strafraum könnte heute dieses Spiel entscheiden. Deisler. Der Ball geht ins Netz. Genau im richtigen Augenblick. Der Torwart hat den Abstoß ausgeführt. In der eigenen Hälfte wieder im Ballbesitz. Was für eine spannende Partie. Mit einem sehr, sehr späten Tor bringen sie hier den Sieg noch in trockene Tücher. Auf dem Papier sah es so aus, als würde es hier zu einem Unentschieden kommen. Aber nun kam doch alles anders. Es ist eine Leibesertüchtigung, in dem es die mentalen, die geistigen Konzepte trainiert und die sind immer verbunden mit Körpern. Das heißt, wenn Boris Becker und 30 andere Spitzenspieler antreten, die können rein physisch, körperlich alles Gleiche, völlig das Gleiche. Trotzdem spielen sie sehr unterschiedlich. Warum? Weil eben die einen mental heute ganz stark drauf sind und die anderen mental eben nicht stark drauf sind, unkonzentriert waren, an irgendjemanden gedacht haben oder wegen Steuereintreiberei schlechtes Gewissen hatten und deswegen verlieren. Also genau diesem Zusammenhang. Man hat nur damals gemerkt, dass die Bezeichnung Virtualisierung falsch war. Es geht nämlich eigentlich um eine Realisierung des Virtuellen. Denn ich sehe ja immer was Reales. Die Maus ist real, die Zeichen sind real. Ja, das ist ja alles Realität. Also geht es eigentlich um eine Realisierung, ein ins reale Zeichen überführtes virtuell gedankliches Konzeptuelles. Das heißt, das Denken wird sichtbar. Ja, die Beziehung von Körper und von Geist und Körper, von Seele und Körper, ja, die wird sichtbar. In anderen Worten, ich realisiere etwas Virtuelles. Es ist also realisierte Virtualität und nicht virtuelle Realität. Sellers versus Hingis. Der Zusammenhang zwischen Spielen und Simulationen ist recht komplex. Ich weiß nicht, ob es das Entscheidende ist, dass Spiele immer realistischer wirken. Ich denke, was wir von einem Spiel erwarten, ist nicht unbedingt das, was wir vom Leben erwarten. Das Leben ist schließlich realistisch genug. Von einem Spiel erwarten wir vielmehr das, was wir im wahren Leben nicht tun können. Etwas, das unsere emotionale Erfahrungswelt erweitert. Etwas, das uns in die Lage versetzt, fantastischere Dinge zu erleben und erfolgreicher zu sein, als es uns sonst vergönnt ist. Diese Unterscheidung hat natürlich auch fundamentale Auswirkungen auf die Gewaltdiskussion. Eines der frühesten Beat'em-ups war auf jeden Fall Mortal Kombat. War auch deswegen sehr spannend, weil damals zum ersten Mal eine wirkliche Gewalt- und Mediendiskussion aufgekommen ist. Das heißt, Mortal Kombat ist nicht nur ein Beat'em-up, das heißt, ich verprügel dich, du verprügelst mich auf dem Bildschirm, sondern es war schon wirklich verdammt blutig. Das führte so weit, dass der US-Kongress wirklich eine Ermittlung gegen dieses Spiel oder gegen die Spielebranche gestartet hat, um zu gucken, wo führt das eigentlich hin. Ich glaube, man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass Blut etwas Böses ist, sondern es gibt verschiedene Genres, es gibt verschiedene Stilrichtungen. Der naturalistische Roman ist was anderes als der surrealistische Roman. Trotzdem bauen beide ihre eigenen Wirklichkeiten auf, zu der eine bestimmte Poetik jeweils gehört, die Detailverliebtheit des naturalistischen Romans. Man könnte andere Beispiele nehmen, der Wirklichkeitseffekt des Pornofilms. Woher kommt er eigentlich? Was muss man zeigen, um diesen Effekt von Wahrhaftigkeit oder von Wirklichkeit zu erzeugen? Und so scheinen mir in Computerspielen zum Beispiel der Einsatz von Blut auch eine Art poetisches Mittel zu sein, der bestimmte Wirklichkeitseffekte erzeugt, der aber nichts unbedingt mit realem Blut etwas zu tun hat.
Es gibt auf der einen Seite Positionen, die sagen, je realistischer und je intensiver die Gewaltdarstellung ist, umso größer ist das Potenzial, dass diese Medien uns reinigen können von dem Bedürfnis, selber Gewalt ausüben zu wollen. Also es ist eine Art von Katharsis, die wir eben schon aus dem griechischen Theater kennen, aus der Antike kennen. Und die anderen sagen, solche medialen Formen spielen etwas vor, laden ein, um das nachzumachen, wodurch man da geht oder was man sieht und was man wahrnimmt. Beides finde ich also ziemlich langweilig. Es lenkt von den eigentlichen Problemen ab, nämlich dass man gute Computerspiele machen soll, genauso wie man gute Filme machen soll, wie man gute Bücher machen soll. Gute im Sinne von anspruchsvoll, von komplex, von herausfordernd, von unterhaltsam, von ästhetisch interessant. Diese Diskussion ist wirklich relativ langweilig. Round 1, Fight! Bei Tekken geht es um den Turniergrundgedanken, um das Miteinandermessen von unterschiedlichen Kampfstilen. In jedem weiteren Teil von Tekken kommen auch neue Kämpfer dazu mit neuen Kampftechniken. Und das Interessante bei dem Handling dieser Art von Spielen ist eben, dass der Spieler auch wirklich trainieren muss, sie zu beherrschen. Das heißt, richtig effektiv kämpfen kann man mit den Figuren auf dem Bildschirm nur dann, wenn man ganz bestimmte Tastenkombinationen zu drücken gelernt hat. Und das ist nicht jedermanns Sache. Also ich persönlich kann da auch nur sagen, ich war nie so darauf versessen, jetzt zu lernen, wie man 5 oder 10 Tasten hintereinander in der richtigen Reihenfolge schnell genug drückt, um eine tolle Schlagkombo so durchzuführen. Sondern ich habe mich auch immer eher so auf gut decken, gut attackieren konzentriert und versucht dann so ein bisschen gegen nicht so gute Spieler möglichst gut auszusehen. Aber gegen echte Profispieler hat man dann natürlich auch keine Chance. Und das Interessante bei dem Thema, um das abschließend zu sagen, ist halt eben noch, dass es quasi so ein Übergang des virtuellen Geschehens in die Wirklichkeit gibt. Während auf dem Monitor 2 virtuelle Figuren trainieren, um besser zu werden, um zu kämpfen, muss man das in Wirklichkeit eben auch machen, um gegen den anderen Gegner im Kampf bestehen zu können. Und dadurch geht das Kampfgeschehen dann plötzlich in die Wirklichkeit über, nur dass die Spieler sich nicht prügeln, sondern eben nur auf die Knöpfe des Controllers hämmern. Wenn man jetzt die Entwicklung des Videospiels betrachtet, dass das, was früher war, Mortal Kombat und diese Spiele, die wirklich blutig und brutal waren, heutzutage ganz wenig nur noch da ist. Das heißt, Tekken ist zwar auch gewalttätig, aber sehr, sehr comichaft. Weniger, also da fließt kein Blut oder da liegen keine Leute am Ende zerfleischt auf dem Boden. Sowas gibt es ganz, ganz wenig nur noch. Battlezone ist eine der frühesten Militärsimulationen einfach. Auch damals hat die Army sogar dieses Spiel quasi reimportiert und in der besseren Version dann für die Ausbildung ihrer Soldaten genutzt. Das Spannende daran ist, dass man sich dort wirklich fühlt, als sei man in einem Panzer. Man sieht den Panzer nicht, aber man sitzt darin, sieht davon nur das Fadenkreuz und bewegt sich, indem man sich dreht, durch eine Landschaft, die ja schon dreidimensional ist und man sie, die man auch als Landschaft wahrnimmt. Nutzen Sie den Alternativfeuermodus, um das Zielfernrohr einzuschalten und zerstören Sie die Ziele eines nach dem anderen. Sie können sich damit ruhig Zeit lassen, da diese Ziele, wie die meisten Opfer von Scharfschützen, nicht zurückschießen. Agent.
Rücken Sie bis zum Fuß der Leiter vor und gehen Sie zur nächsten Zone weiter. In dieser Simulation werden Sie lernen, wie Sie Explosivladungen platzieren und scharf machen. Nehmen Sie das Ziel. Wenn ich ein Spiel spiele und dabei schieße, bedeutet das nicht, dass ich anschließend losziehen werde, um Menschen zu töten. Es bedeutet, dass ich eine emotionale Erfahrung machen möchte, die sich von dem unterscheidet, was ich in meinem wirklichen Leben mache. Wir sollten das nicht als einen Schritt in die Realität verstehen, sondern als Schritt in eine Welt der Fantasie. Das ist nun mal die geistige Sphäre, in der wir vollkommen neue Dinge entdecken. Dinge, die Spaß machen, eben weil sie von den Konsequenzen losgelöst sind, mit denen unser reales Verhalten untrennbar verknüpft ist. Es gibt dieses Institute for Creative Technologies, ich glaube in Kalifornien, was von der US-Armee, glaube ich, finanziert wurde, eben mit dem Ziel, die Entwicklung im Grafikbereich, gerade aus kommerziellen Spielen, auch für die Armee verfügbar zu machen. Das ist wirklich zu beobachten, dass gerade was die Grafik angeht, eigentlich die kommerziellen Spiele sich schneller entwickelt haben als die militärischen Anwendungen. Allerdings, ob dann die Spielprinzipien übernommen werden, das wage ich zu bezweifeln, weil Spiele als Spiele, die unterhalten, doch etwas anderes sind als Spiele, mit denen bestimmtes Verhalten trainiert wird. Sunday, die LTU 2280 November, we need airspace information. We have a traffic sign from other aircraft, from a faster aircraft. Is 2 o'clock in flight 130. ATU 2280 November for separation. Descent emitter in flight level 110. ATU 2280 November for separation. Descent emitter in flight yes, level 110. Yes, we descend to 110. 110 set. Descent. Das ist mein Schwer. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden sich sicher wundern, weshalb wir schon wieder etwas tiefer gehen, aber wir haben ja zurzeit einen sehr vollen Luftraum und das ist eine natürliche Prozedur, dass wir dort in eine andere Höhe ausweichen. Die brauchen wir also keine Sorgen zu machen. Genießen Sie weiterhin den Flug. Dankeschön. Danke. Der ist jetzt richtig gut. Dankeschön. Der 80er passierte ganz einfach was keiner erwartet hatte. Das heißt, ein völlig neues Spielprinzip kam auf den Markt. Es ging nicht mehr darum, Leute abzuschießen oder sich über irgendwelche Bäume zu hangeln an Lianen oder sowas, sondern plötzlich gab es Spiele, die das Leben simulierten. Wie Little Computer People zum Beispiel, das im Spiel noch als Experiment sich selbst darstellt. Der Inhalt von Little Computer People ist einfacher kann er gar nicht sein. Ein junger Mann, Arnold, zieht in ein Haus ein. Die erste Viertelstunde im Spiel kann ich erstmal gar nichts machen, weil Arnold erstmal beschäftigt ist, sich das Haus anzuschauen. Aber dann kann ich ihm zum Beispiel sagen, oh, ich habe dir Essen gemacht. Und dann freut sich Arnold vielleicht. Aber Arnold freut sich vielleicht viel lieber darüber, dass er jetzt Fernsehen schaut. Das heißt, es entwickelt sich eine Beziehung zwischen mir und diesem Computermännchen, die es vorher nicht gab. The real
Die eigentliche Simulation befindet sich nicht im Computer, sie befindet sich im Kopf des Spielers. Wenn er anfängt, eine Simulation zu spielen, dann hat er ein sehr einfaches Modell davon, wie eine Stadt funktioniert oder wie man ein Kampfflugzeug fliegt. Basierend auf dieser sehr einfachen Vorlage muss er dann das Spiel in den Griff bekommen. Und er macht zwangsläufig Fehler, weil seine Vorstellung zu ungenau ist. Aber jedes Mal, wenn er einen Fehler macht, wird das mentale Modell etwas präziser und umfassender. Man beginnt also mit einem völlig unzureichenden Modell. Es muss nur ausreichen, um überhaupt in die Simulation hineinzukommen. Es gibt Menschen, die The Sims spielen und sich mehr und mehr verhalten wie eine Figur aus dem Spiel. Sie sehen buchstäblich die Hungeranzeige aus dem Spiel und machen sich dann etwas zu essen. Viele fragen sich auch, warum wende ich diese Strategie nicht in meinem Leben an? Warum verbringe ich meine ganze Zeit vor dem Fernseher, anstatt neue Freundschaften zu schließen? Wir haben schließlich im Spiel gesehen, welche verheerenden Auswirkungen so ein Verhalten haben kann. Sims-Spieler neigen dazu, das eigene Leben stärker zu reflektieren. Andere nutzen The Sims auch als Kommunikations- oder Ausdrucksmittel. So bekam ich einen Brief von einem Ehepaar, das einen 10-jährigen rumänischen Jungen adoptiert hatte. Sie wussten nicht, wie seine Kindheit war, und er wollte nicht darüber sprechen. Dann schenkten sie ihm The Sims, und der kleine Junge fing an, seine Kindheit schrittweise nachzuspielen. Seine Eltern können ihn jetzt viel besser verstehen. Die historischen Vorläufer für so ein Phänomen wie die Sims, also das momentan meistverkaufte Computerspiel, ich glaube, es ist das häufigst verkaufte überhaupt, liegen in dem, was der Psychiater Moreno in den 30er mal das Psychodrama genannt hat und was in Gruppentherapie mündet. Also man spielt diverse Rollen und im Acting Out klären sich Konflikte. Also sie spielen meine Mutter, jemand anders spielt meinen Vater und dann wird es auf der Bühne ausagiert und hat so einen seltsamen Zwischenstatus zwischen Spiel und Ernst. Es ist halt eine theatralische Technik, eigentlich eine Gruppenanalyse, aber auf der Theaterbühne, die so seltsam zwischen Simulation und Ernst schwankt oder eigentlich diesen Unterschied gar nicht mehr so richtig trifft. Das hier ist Civilization, eines dieser Spiele, in dem man eine Zivilisation steuert, von ihren Anfängen bis in die Zukunft. Das mache ich darüber, dass ich einzelne Menschen steuere, die verschiedene Aufgaben haben. Das heißt, es gibt Krieger, es gibt Kämpfer, es gibt Arbeiter, es gibt Leute, die noch ganz andere Aufgaben haben. Und Ziel ist es, die erfolgreichste Nation der Welt zu sein und sei es auch erst 3000 nach Christus. Civilization ist ein rundenbasiertes Spiel, im Gegensatz zu Spielen, die in Echtzeit funktionieren. Das heißt, hier habe ich alle Zeit der Welt, meine Züge zu machen, meine Krieger nach vorne zu schicken. Da passiert nichts beim Gegner, bis meine Runde zu Ende ist. Während bei Echtzeitstrategiespielen der Gegner, auch während ich nachdenke, seine Züge macht. Die Möglichkeiten, die man in Civilization hatte, die gab es natürlich in vielen Spielen vorher. Also, dass man eigentlich gottgleich eine Welt beeinflussen oder sogar bestimmen kann in ihrer Entwicklung. Was in Civilization natürlich interessant ist, ist die extreme Zeitspanne, dass man halt über 4000 Jahre eigentlich die Entwicklung der Menschheit beeinflussen kann. Da sieht man natürlich, es ist auch ein Modell. Es ist natürlich unmöglich in der realen Wirklichkeit 4000 Jahre in einem Leben irgendwie die Entwicklung sich anzuschauen. Es ist sehr reduziert. Man sieht aber natürlich, dass gewisse Handlungen, welche Folgen sie haben. Man kann wieder zurückgehen an einen bestimmten Zeitpunkt der Zeit, gucken, was passiert, wenn man etwas anderes tut. Also es ist natürlich dadurch reizvoll, dass es Zeit extrem rafft und Komplexität auch auf ein spielbares Maß reduziert.
We are under attack. It shall be done. Bisher wurde etwa Geschichtsschreibung verstanden als die Wiedergabe dessen, was passierte. Erst das und dann das. Und dann hat der König die Schlacht gewonnen und dann starb seine Frau und da wurde er vom Thron gestoßen und dann kamen seine Konkurrenten zum Spiel und dann wurde eine große Flut und dann und so weiter. Ja. Was da nicht erzählt wird, ist, was hätte eigentlich alles passieren können, wenn, ja, zum Beispiel die Frau nicht gestorben wäre. Oder wenn die Seuche nicht aufgetreten wäre, die Pest von 1341 oder wenn, etc. Mit anderen Worten, wir sind an der Schwelle einer Erzählungsstruktur mit dem Computer, die auch das zur geschichtlichen Realität werden lässt, was nicht passierte. Ja, weil wir ja uns einfügen können, die Gedanken heranholen können, die Dokumente heranholen können, für ein Potenzial der Entwicklung, das aber beispielsweise verhindert wurde. Etwa Greenpeace, das ist nur ein Beispiel, Greenpeace verhindert die Absenkung der Shell-Plattform. Dann ist doch dieses nicht geschehen, das heißt, die Plattform ging nicht in See, die Verschmutzung war nicht, ist doch ein Bestandteil der Historie. Mit anderen Worten, die Geschichte wird um den Teil der Ereignisse bereichert, die nicht geschahen, weil sie etwa verhindert wurden. Und dieses Verhindern ist eine viel größere historische Tat als das tatsächliche Ausführen. Ich glaube, das bleibt uns eine Weile erhalten. Das wird ja ganz schön heftig. Dann lassen wir sich mal anschauen. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, die Anschlagzeichen über Ihnen zu beachten. Wir durchfliegen gerade ein Gebiet örtlicher Turbulenzen und möchten Sie auch bitten, die Toiletten, die Sie gerade aufgesucht haben, möglichst zu verlassen. Es gibt natürlich viele Spiele, die Leben simulieren. Es gibt Spiele, die im Endeffekt ist eine Simulation von Militärtaktik auch eine Simulation von Leben. Aber es gibt Spiele, die das auf ganz besondere Art machen, wie zum Beispiel Creatures. Das spielt auf einem Raumschiff. Ich habe da verschiedene kleine Wesen, die heißen Norns, die schlüpfen aus Eiern. Und denen muss ich erstmal erklären, was Leben überhaupt ist. Dann muss ich erstmal erklären, was ist überhaupt Nahrung, was darf ich essen. Und wenn ich ihnen einen Ball zuwerfe, dann wissen die auch nicht, ob sie den jetzt zurückwerfen. Der prallt dann erstmal ab, bis ich ihnen sage, du, das ist ein Ball. Und das ist eine Maschine, das ist ein Aufzug, den kannst du vielleicht benutzen. Und so wird das Spiel immer komplexer und wird auch immer spannender, weil nicht jeder Norn so viel lernt wie ein anderer Norn. Das Besondere ist, in diesem Spiel hat jeder dieser kleinen Wesen eine eigene DNA zum Beispiel. Das heißt, wenn ich zwei ganz, ganz kluge Norns zusammennehme, dann vererben sie ihre Eigenschaften auf ihr Kind. Und das Kind wieder auf die anderen Kinder. Und das ist schon sehr spannend. Was ich gerade spiele, ist Black and White, eines der sogenannten God Games. Das heißt, ich bin in dieser Welt, in der ich mich hier bewege, der Gott.
Und meine Hand schwebt über allem. Meine Hand ist das Einzige, mit dem ich interagieren kann. Das Besondere an Black and White ist, dass ich im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen keinen einzigen Knopf habe, den ich drücke. Das heißt, es gibt keine Knöpfe, nimm den Baum und keinen Knopf, setz den Baum irgendwo hin, sondern ich habe auf meiner ganzen Welt nur diese Hand und kann mit der Hand, die über den Bildschirm schwebt, mit dieser Hand Gottes alles machen. Ich kann Bäume nehmen und Bäume pflanzen. Ich kann Menschen nehmen, kann Menschen irgendwo anders hinsetzen. Das, was man Interface nennt, was den Computer trennt von mir, ist in diesem Fall rein intuitiv gelöst. Und ich habe verschiedene Ziele. Das heißt, es ist nicht nur ein Spiel ohne Ziel, wo ich einfach nur Gott bin und die Menschen mir gefällig sind, sondern ich kann Strategiespielelemente darin finden, dass ich sage, da gibt es andere Götter, die wollen stärker sein als ich. Ich will aber stärker sein als die. Also wie mache ich das? Das heißt, ich versuche möglichst viele Gläubige um mich zu scharen. Andererseits kann ich sagen, es ist auch ein Aufbauspiel, weil ich den Menschen helfen kann, Gräser zu pflanzen, ihre Felder zu bestellen. Kann sie natürlich dann wieder beeindrucken. Das heißt, sie glauben wieder mehr an mich. Das macht mich wieder mächtiger als Gott. Ich habe auf diesem Planeten, oder wie man es nennen mag, auf dieser kleinen Insel eine Kreatur, die mir gehorcht, ein Affe in diesem Fall, den ich heranzüchten kann, der ein ganz großer Affe werden kann, wenn ich gut bin. Der kann auch ein ganz schlechter Affe sein, wenn ich schlecht bin. Das heißt, alles, was ich auf dieser Welt mache, und das ist der Gipfel an Simulation, was ich bisher erlebt habe, hat Auswirkungen. Wenn ich böse bin, wird die Welt im Laufe des Spiels dunkel und Rauch steigt auf. Wenn ich gut bin, wenn ich sage, oh, da sind zwei Menschen, die setze ich nebeneinander, die verlieben sich jetzt zum Beispiel. Wenn ich gute Aktionen mache, dann werde ich ein guter Gott und die Welt wird blühen und es wird eine farbige Welt. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, Black oder White. Das ist wirklich spannend und faszinierend an Black and White ist ja eigentlich, dass es die Verhältnisse in dem Spiel umkehrt zum Teil. Es ist ja nicht nur der Spieler, der im Verlauf des Spiels lernt, es ist ja eigentlich auch die künstliche Intelligenz, eben repräsentiert in dieser Kreatur, die man trainiert, die von einem lernt. Und es ist eigentlich also auch eine sehr interessante Widerspiegelung, dass die Kreatur die eigenen Handlungen nachahmt und dass sie im Verlauf des Spiels lernt und dass sie sich auch im Verlauf des Spiels lernt, eigentlich im Spiel Erfolg zu haben. Also man sieht eigentlich eine Spiegelung des Spielers selbst in dieser Kreatur, die man trainieren muss. Und natürlich ist es wahnsinnig faszinierend, einfach mit künstlicher Intelligenz, die ja wirklich sehr avanciert ist in diesem Spiel, tatsächlich so umgehen zu können und ihr etwas beibringen zu können und zu schauen, wie sie Dinge auch einem unbewusst abguckt. Es ist großartig, dass man mit Computern Rollen spielen kann, in die man normalerweise nicht schlüpfen könnte. Bei einem unserer Spiele sogar die Rolle eines Gottes. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sich die Leute gottgleich fühlen, während sie spielen. Aber wenn Spiele wirklich gut funktionieren, dann geben sie den Spielern das Gefühl, allmächtig zu sein, was auch immer sie gerade tun. Zum Beispiel als ein Formel-1-Fahrer bei einem wichtigen Rennen dabei sein. Wie großartig ist es doch, zu siegen oder sich einer Herausforderung zu stellen. Das Geheimnis ist, wenn wir ein Computerspiel machen, ein Strategiespiel, ein Rennspiel oder irgendein anderes Spiel, ist es unser größtes Ziel, dass der Spieler gewinnt. Er soll nicht verlieren, das ist der große Unterschied zwischen den heutigen Spielen und den Spielen bis zur Mitte der 90er Jahre. Davor hatten wir das Ziel, dass der Spieler verliert. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es ist wahr. Inzwischen haben wir dazugelernt und wir wollen, dass der Spieler gewinnt, weil das Gewinnen Entertainment ist. Es ist nicht besonders amüsant, wenn man verliert. Wenn jemand also ein Strategiespiel spielt, will ich, dass er dabei ein klein wenig ins Schwitzen gerät, ein wenig an sich zweifelt und denkt, nein, ich schaffe es nicht. Und es dann aber doch schafft und am Ende als Gewinner dasteht. Und wenn man sich mal Strategiespiele genauer ansieht, dann sind viele davon sehr, sehr einfach, sehen aber gleichzeitig sehr komplex aus. Wenn man sie spielt, denkt man, was bin ich für ein großartiger General einer riesigen Armee und ja, ich kann die ganze Welt beherrschen. Das ist Entertainment. Ich glaube, dass der Reiz der Echtzeitstrategiespiele und aller anderen Spiele darin liegt, dass man sich als Gewinner fühlen kann. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Tower here, 228 November, we are clear to land.
8-0-2-2-8-0 November, you're clear to land runway 13. Safe landing, Thomas. Thank you, Ibiza Tower, LTO-2280 November. Ciao, Mama. 2500. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, sich jetzt unverzüglich hinzusetzen, anzuschnallen. Wir haben eine sehr starke Turbulenz im Landeanflug, Gewitter. Wir können uns in diesem Fall nur entschuldigen für die wahrscheinlich etwas holprige Landung, den Anflug. Und das Wetter ist nicht so toll, wie man das eigentlich von einem Ferienort erwarten könnte. Aber Ibiza bietet neben seinen wunderschönen Clubs auch tolle Diskotheken. Und wir hoffen, Ihnen das Urlaub trotzdem gefällt. Dankeschön. Senorita, Senora, curare para lo capitano Tomás Plano e nosotros hasta la vista. Por mañana. Simulation bedeutet für uns immer auch, dass da was Falsches vorliegt, ein falscher Schein vorliegt. Simulacrum, so wie es Jean Baudrillard benutzt, ist etwas, was etwas vortäuscht, was gar nicht existiert. Auch an diesem Punkt ist es sinnvoll und nützlich, ein bisschen archäologisch zu denken oder anarchäologisch zu denken, wie ich das lieber bezeichne. Der Begriff des Simulacrums wurde wesentlich ungefähr vor 2000 Jahren im ersten Jahrhundert vor Christus entwickelt von Lukrez, einem wunderbaren Philosophen, der ein Buch geschrieben hat, das hieß Die Welt aus Atomen, 100 etwa vor unserer Zeitrechnung. Und er bezeichnete als Simulacrum das, was entsteht, wenn die Energien von etwas, was wir anschauen, und von demjenigen, der schaut, aufeinandertreffen. Dazwischen entsteht was, gepresste Luft. Auf dieser gepressten Luft, was Demokrit noch als Eidola bezeichnet hat, entsteht das Simulacrum. Und an dieser Stelle, an dieser seltsamen medialen Nahtstelle, stellte sich dann eben auch die Frage von wahr oder falsch, von Schein und Sein. Aber was für Lukrez völlig außer Frage stand, war, dass was da dazwischen entstand, Realität war, dass das nicht nur gedacht war, das war in seinem Sinne sogar materielle Realität.